Mal schauen, ob das reicht, um die VIPs zu beeindrucken. Ich bezweifle es. LOL. So. So, danke. Das reicht. Ich habe hier eine Tür. So, dann gibt es hier einmal rundherum Fenster. Nein, das war falsch. Okay, wie auch immer das hier so funktioniert hat. Wandbasis. Hier haben wir mal Fenster. Fällt schon keinem auf. Dann die Ecken. Nee, bauen wir nur die gebogenen Wände. Tak, tak. Nein, hier. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tack, 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 tack. Und jetzt fehlen noch Dächer. Tack, 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 tack. Zack, wie können wir noch auf, dass wir die hier noch brauchen. Dann eckige Flachdächer. Sechs und runde Turm. Sind die per Ecken? Hier oben sind sie. Tag, 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 Tag. Hallo, danke. So, 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 so. So, dann haben wir jetzt auch eine karibische Abenteuerburg. Schauen wir mal. Ich habe noch nichts, was abenteuerlich ist gerade. Die sind richtig dumm. Also, okay, danke, dich haben wir schon. Und du musst bitte mal das hier alles besuchen. Mehr kann ich für dich aktuell nicht bieten. Das wird nie und nimmer reichen. Also, ich arbeite jetzt ja schon dran. Was? Das ist unlogisch. Oh, Leute, hier ist sogar ein Westernhaus. Nice. Ach so, ich bin mal gespannt. Also, der Abenteuer-Themenpark wird niemals reichen. Leider, ich kann dann dafür schon viel forschen. Wenn man nur auf aufregende Fahrten legen.
Wie jetzt? Warte mal, was ist jetzt gerade hier kaputt? Frucht vom Planet Erde? Operation offen. Ach so. Machen wir das auch noch. Also noch die zwei Abenteuerattraktionen, die es nämlich auch noch gibt. Lol. Das ist einfach am Arsch der Welt. Das ist ja voll bescheuert gerade. Tolle Szenerie. Ja, das ist ja schön, dass die Idee gehält. Eigentlich sollten hier Attraktionen stehen, aber... Boah. Forschung hat gesagt, nö. Forschung hat sie mir noch nicht gegeben. Das Piratenschiff und das Phönix-Twister. Ich habe gerade gelesen, neue Attraktion Toaster. Wie habe ich das nochmal geschafft, dass das Ding hier funktioniert? Gesamt null, es stehen Leute drin. Das speichern wir jetzt einfach mal. Dann löschen wir es. Nein. So. Mal schauen, ob das reicht, um die VIPs zu beeindrucken. Ich bezweifle es. Guckt der andere hier immer noch rum? Der eine wird nicht beeindruckt sein, der andere wahrscheinlich schon. LOL! Warte, was? Okay. Na, wenn dem hier so ist. Haben wir hier noch ein bisschen mehr Sky-Fi-Gedöns. Das müssen wir hinkriegen. Haben wir hier noch ein schönes Gewächshäusle. So, Dachecke, machen wir eine Zweier. Warte mal. Ah, erstmal so.
Okay. Okay. Da fehlt ein Dach. Alles klar. Jetzt haben wir dann hier nur noch Wände. Warum war das genau auch Science Fiction? Das passt uns überhaupt nicht rein. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eine Schwerelust-Trampolin hat. Dach. So. Dann oh, wenn das jetzt nicht reicht, weiß ich es auch nicht. Ist er schon da? Ne, am 16. Mai kommt noch. Alles klar. Ja. Schon mal ganz gut so. Ich finde das schon cool. In diesen Kameraperspektiven. Oh ja. Oh, der VIP ist schon da. Das ist ja auch das Phönix-Flüster, das hier unten so toll thematisch reinpasst. Und das Piratenschiff auch noch. Yay. Lieber jetzt als nie. Sorry, aber wir nehmen Bootseingang. Wir nehmen auch einen Bootsausgang. Das ist ein Schiff. Ganz ehrlich. Schön, dass ihr geht jetzt in Kirche, gell? Ja. Wow. Das ist nur noch auf den VIP warten. Das war's dann im Endeffekt auch schon. Haben wir eigentlich Essen?
Nö. Cool. Jetzt haben wir aber zumindest mal Klos. Ja, wirkt dabei, Propellermünzen sind nicht so teuer. Können wir irgendwie den Basten verfolgen? Geht das? Ah. Oh, die steigt aber schon schnell an. Dann steht wieder an Flucht vor Planet Erde. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Gleich kotzt er, gleich kotzt er. Jetzt ist er am Planetarium. Ah, oh, das ist mal gut. Wow. Ah. Interessant, mit der Zeit nimmt die Übelkeit auch wieder ab. Also cool, wusste ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich so sagen, wusste ich echt nicht. Nice. Oh weh. Oh yeah. Geh noch mal drauf. Einer steht an. Alter. Ich glaube, man ist bestimmt cool, wenn man einen VIP zum Kotzen bringt. Jetzt startet's. Ah, er hat keinen Bock mehr. Vernünftig. Ich denke mal, jetzt dürften wir ihn beeindruckt haben. Ja, ja, hat Zeit. La 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 la. Da, da läuft er. Ja, da läuft er, ja. Ist natürlich toll, weil ich immer noch nicht dran gedacht habe, dass der Mauszeiger nicht hundertprozentig richtig aufgenommen wird. Sondern immer so ein bisschen versetzt. Danke, so. Das speichern wir natürlich unter... so, und wenn wir jetzt das Thema auf Laden gehen, sehen wir, haben wir einmal Blibla-Blub und einmal My Game. Gar nicht so viel Unterschied wäre, aber jetzt zeige ich euch, wie so ein Ladeland bei mir im Normalfall aussieht. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu machen. Diesmal war es, wie man sieht, auch etwas zu schnell. Ja. Ne? So sieht's aus. Jetzt muss das Ganze nur noch laden. Man sieht, es aktiviert schon relativ lange. Einfach weil sehr viele Objekte da zu aktivieren sind. Sehr viel mit Szenerie arbeitet. Und wir sind fertig. Das sieht dann schon anders aus. Hier vorne sind die ganzen Sternenattraktionen. Hier ist der Abenteuerthemenpark.
mit dem Phoenix-Twister in einer Burg drinnen. Wir haben hier auch einen Western-Teil. Was auch ziemlich wichtig ist, finde ich. Da ist das nämlich derzeit der Achterbahn mit dieser Minenachterbahn. Und das startet quasi in diesem Saloon-Hotel-Gerät. Hier oben ist dann ein Gruselbereich mit Gruselmerch. Eine Gruselburg und ich weiß nicht. Aber man sieht hier, wenn es Nacht wird, gibt es hier eine kleine Feuerwerksshow. Tatsächlich. Wir haben halt hier eine ganze Westernstadt für den Westernbereich und hier vor hinten ist dann auch Skyfall. Der Raum mit dem hier ist etwas ausgeprägt, das ist alles ausgeprägt, ey. Und dementsprechend hat das hier auch dann auf Anhieb geklappt mit den Themenparks. Naja, das Ganze sieht dann so aus, als möchte ich auch noch schnell die Mixmaster. Ach, Moment, die Mixmaster schon kann ich ja auch manuell starten. Und davon abgesehen, dass mir gerade mein Stuhl auseinandergebrochen ist. Gut. Mir fehlt so eine Gleitrolle an diesem Spiel gerade. Und hier ist sie auch schon. Also wie man hier sieht, die Mixmaster Show existiert hier noch und simuliert quasi einen Angriff der einen Burg auf die andere Burg. Und das hat gereicht, um den Mixmaster VIP sogar zufriedenzustellen. Was glaubt ihr noch nicht? Die habe ich ja selber gemacht. Sieht man auch so professionell wie das. Aber das ist viel schöner als das, was ich da gebaut habe. Und nächstes Mal geht's weiter mit Bergrettung. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen.